Das ist der zweitbeste Wert nach, ja logisch, nach Elversberg, die noch ungeschlagen sind. Und das ist Rochelt und das ist das 2:0. Und schau dir an, wie fein der das macht. That's a missed clearance though. Big chance for Elversberg. With the roar of the crowd, it should be a tap-in. And it is. Yannick Rochelt, who missed a crucial... Aufgepasst von Manuel Feil. Schauen Sie, der Sprint von Schnellbacher, der macht alles frei. Yannick Rochelt! 1:0, 1 Minute 47 Sekunden gespielt. Die Gästemannschaft hier ausgleichen. Coffey, super gemacht. Coffey, und da ist das 3:1. Coffey bereitet es vor. Rochelt mit seinem zweiten Treffer. Und Rochelt hat Platz vor sich und der macht Meter, holt die 1:1-Situation gegen Tiede und der chippt den rein. Vierte Minute, 1:0 für die SV Elversberg. Neubauer für Feil und die Nachschussmöglichkeit für Rochelt und der ist drin. 2:1 für die SV Elversberg, 58. Minute. Weil das ist eine super Flanke und die erste Chance führt gleich zur Führung. Natürlich einen Zugang gefunden haben zu den Verantwortlichen, sie überzeugt haben. Der Fehlpass. Und da ist es 1:0. Der klare Fehler im Spielaufbau. Ja. Der wird zu lang. Oder? Tor! Ich dachte, der Ball würde zu lang, aber so ist es. Im Schein läuft dir die Leute an. Und das ist Rühle. Durch die Mitte, Rochelt. Klasse Tor für... Aber wir schauen erstmal, dass die Bayern auf dem Feld stehend bis zum Wechsel schaffen. Gute Aktion und der Ball ist drin. Otschi Fried.